for the third time in this campaign, Senator Barack Obama stood poised to knock out Senator Hillary Clinton and lock up the Democratic presidential nomination. And yesterday, in Pennsylvania, Senator Clinton scored a third crucial and convincing victory. Is this long campaign too divisive? How should superdelegates make so sonderbar es scheint, meine besondere Verbindung zum diesjährigen US-Wahlkampf hat mit Erlebnissen zu tun, die sich vor 35 Jahren weit entfernt in der Sinai-Wüste ereigneten. Es war das Jahr 1973. Im Nahen Osten herrschte Krieg. Wenn man in Israel aufwächst, ist das eigene Leben unweigerlich von Krieg geprägt. Und dieser war der erste, in dem ich selbst gekämpft habe. Als junger Soldat in der Wüste fragte ich mich, was mich eigentlich in diese Lage gebracht hatte. Israel war noch berauscht von den Gebietseroberungen des Sechstagekrieges im Juni 1967. Damals vermischte sich Politik mit Religion auf obsessive Weise. Ich fasste einen Entschluss. Sollte ich den Krieg überleben, würde ich das Land verlassen. Mein Zufluchtsort wurde Amerika. Ein Land, in dem Religion und Staat getrennt waren und Politik nicht durch einen messianischen Glauben bestimmt wurde. Dreißig Jahre später sehe ich aus meinem Bürofenster, wie tausende Menschen durch religiös geprägten Hass ermordet werden. Das, vor dem ich geflohen war, holte mich wieder ein. Ich war nach Amerika gekommen, um ein neues Leben zu beginnen. Meine Kinder sollten sorgloser aufwachsen als ich. Nach den schrecklichen Ereignissen des 11. September kamen mir Zweifel, ob das nicht vielleicht ein Irrtum gewesen war. Die USA begannen ihren Krieg gegen den Terror. Der Präsidentschaftswahlkampf 2008 zeigt mir, wie sehr sich dieses Land verändert hatte. That God takes sides in a war. For example, in the war on terror, is God on the side of US troops, would you say? To me, it's pretty simple. In the beginning, God created the heavens and the earth. Freedom requires religion, just as religion requires freedom. My faith has given me the confidence to make decisions that were right for me, whether anybody else agreed with me or not. Religion is a foundation. We are a nation under God. The United States of America is a Christian nation. I believe there is a God. Ist das nur politische Rhetorik oder war mein persönlicher Albtraum zurückgekehrt? Das wollte ich herausfinden. Und so begann meine Reise. Anstatt den verschiedenen Kandidaten zu folgen, entschloss ich mich, die religiösen Aktivisten zu beobachten, die sie unterstützten. Die zunehmende Vermischung von Glaube und Politik beängstigte und verwirrte mich. Dem wollte ich nachgehen. Hier
Meine Mutter war schwanger, als sie nach Waterloo zog. Ich bin hier geboren. Meinen Vater habe ich nie kennengelernt. Ich habe schon damals mit Gott und mit Jesus gesprochen. Als Kind war er für mich mein Vater. Sie können sich noch am Wahltag registrieren lassen. Durch den Caucus wird er dann zum Kandidaten gewählt. Unterstützen Sie Senator Obama? 2 Tage vor den Vorwahlen in Iowa. Reverend Seenster nutzt jede verbleibende Minute, um potenzielle Wähler zu ermuntern, zur Wahl zu gehen. Wir brauchen so viele Stimmen wie möglich, damit er unser Kandidat wird. Ich habe immer Zuneigung für die Benachteiligten und Ausgestoßenen empfunden. Ich fühlte in mir die Gabe, die Ungeliebten zu lieben. Herr, wir danken dir, dass wir die Meinungsfreiheit besitzen, dass wir wählen dürfen und mit abstimmen können. In den Tagen vor den Vorwahlen nutzt Reverend Seenster ihre Kirche als Wählerregistrierungsstelle. Dies sind keine Gemeindemitglieder, sondern neue Wähler. In der ersten Reihe sitzen Obamas Wahlhelfer, um sie zu registrieren. Es ist kein Zufall, dass wir hier sind. Wir kommen aus verschiedenen Teilen des Landes, aus verschiedenen Teilen der Welt. Und es ist kein Zufall, dass wir auf denselben Kandidaten vertrauen. So, please. Die, die Senator Obama unterstützen, sollen zu uns kommen. Ich glaube, dass er ein Auserwählter ist, den Gott in unsere Zeit geschickt hat. Natürlich bin ich aufgeregt. Hier wird Geschichte geschrieben. Sehen Sie hier, Frauen für Obama. Ich glaube nicht, dass man seine politischen Ansichten von den religiösen trennen kann. Meine religiösen Werte müssen auch meine Wahlentscheidung bestimmen. Begrüßen Sie mit mir den nächsten Präsidenten der USA, meinen Mann Barack Obama. Wie geht's, Waterloo? Als wir in den Vorhersagen zulegten, meinten manche Leute, er mag ja ganz beeindruckend sein, aber er ist noch nicht so weit, denn er war nicht lange genug in Washington. Doch auf sowas fallt ihr nicht rein. Das würde ja bedeuten, dass immer nur die gleichen alten Politiker immer wieder das Gleiche machen. Doch wir wollen was anderes. Es ist eine beschlossene Sache. Er wird der neue Präsident. Es ist ein göttlicher Auftrag. Er ist berufen worden, uns zu führen. Und wir werden es wahr machen. Das ist großartig. I think we make a mistake when we fail to acknowledge the power of faith in people's lives, in the lives of the American people. Americans are religious people. 90% of us believe in God. 90%? Das schockiert mich. Und falls es in den USA noch eine Trennung von Kirche und Staat geben sollte, hier in Waterloo, Iowa, gibt es sie zumindest nicht. Ich suche Rat bei einem, der sich in der undurchsichtigen religiösen Landschaft auskennt. Was denken Sie über Obamas Art, Religion und Politik zu vermischen? Obama kommt aus dieser Tradition afroamerikanischer Geschichte, in der Religion und Politik nicht voneinander zu trennen waren, aus guten Gründen oder in diesem Fall aus schlechten Gründen. Historical reasons.
Historisch gesehen war Pfarrer das einzige politische Amt, das man in der schwarzen Gemeinschaft einnehmen konnte. In der schwarzen Gemeinde gibt es keine klare Trennung von religiösen Ideen, religiöser Rhetorik, sozialem Engagement und sozialen Ideen. In allen Kirchen der schwarzen Amerikaner übernimmt der Pfarrer die Verantwortung für seine Gemeinde. Er kümmert sich um das soziale Wohl seiner Mitglieder und sogar noch darüber hinaus. Die Kirche, in der ich groß wurde, diente auch als Sozialstation. Dort erhielt man Informationen zur Gesundheitsversorgung. Wir wurden dort auch geimpft, weil wir keine Kliniken hatten. Wir bekamen da Hilfe bei Fragen zur Gesundheit, wie zur Erziehung, zu sozialen Aktivitäten und zu politischen Themen. Es macht mich traurig zu sehen, was heutzutage in der Politik passiert. Es gibt so viel Verleumdung und übles Gerede. Dabei wünschen wir uns aus tiefstem Herzen geeint zu sein. Geeint als Menschen, als Nation und als Welt. Reverend West ruft in mir Erinnerungen an vergangene Zeiten wach. Solche Reden habe ich in meiner Schulzeit gehört. In unserem Englischkurs saßen wir vor einem Schallplattenspieler, um andächtig historischen Reden zu lauschen. Diese hat mich am meisten beeindruckt. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. Wir hörten von Martin Luther King und dem Marsch in Selma, Alabama, wussten aber nicht, dass sich die Zentrale der lokalen Bürgerrechtsbewegung in einer Kirche befand. The long anticipated freedom march from Selma to Alabama's capital of Montgomery finally gets underway as Dr. Martin Luther King addresses the crowd at the starting point. I'm here to tell you tonight that the businessmen, the mayor of this city, the police commissioner of this city, and everybody in the white power structure of this city must take a responsibility for everything that Jim Clark does in this community. Wie wurde die Kirche zu so einer wichtigen politischen Institution? In diesen Zeiten hatten wir Afroamerikaner keine großen Gebäude, um uns zu treffen. Kirchen waren die größten Gebäude, die Schwarzen gehörten. Die Kirche war der einzige sichere Versammlungsort. Martin Luther King hielt zwei bedeutende Dokumente hoch: die amerikanische Verfassung in der einen Hand und die Bibel in der anderen. Und er forderte Amerika auf, sich im Spiegel dieser beiden Werke zu betrachten.
Zum ersten Mal sah ich Gott als Befreier und spürte die Kraft, die von denen ausging, die Opfer brachten. Für mich war das insofern wichtig, weil ich damals im Gefängnis saß, wie andere auch. Und es gab Menschen, die haben ihr weniges Geld gegeben. Sie haben ihr Grundstück mit einer Hypothek belastet, damit wir wieder freikamen. Das war sozial, politisch und spirituell. Manche Menschen, die an dem Marsch teilgenommen haben, sind über diese Brücken gegangen und haben zusammengefunden. So wurde Barack Obama Jr. geboren. Also erzählt mir nicht, ich darf mich nicht auf Selma, Alabama beziehen oder dass ich in Selma, Alabama nicht zu Hause bin. Ich stehe jetzt hier, weil damals Menschen für unsere Freiheit auf die Straße gegangen sind. Ich stehe hier, weil ihr alle euch für mich aufgeopfert habt. Das sind die Schultern, auf denen ich stehe. Erster Tag der Vorwahlen. Was steht für Obama auf dem Spiel? Es ist eine schwere Aufgabe für ihn. Als Schwarzer ist er ein Außenseiter, weil er zu einer Minderheit gehört. Und er ist ein Außenseiter, weil er ein noch relativ neues Mitglied des Senats ist. Gleichzeitig wird er wie ein Heilsbringer gehandelt. Ohne Zweifel steht Obama in der Tradition von Martin Luther King und sieht sich auch selbst so. King hat auf verschiedene Art und Weise diese Kandidatur überhaupt erst möglich gemacht. Unser Wahllokal ist die Logan Mittelschule und wir glauben, dass Obama hier gewinnen wird. Ich wähle Obama nicht, weil er schwarz ist, auch nicht, weil er zur United Church of Christ gehört. Ich wähle ihn, weil wir die gleichen Werte haben. Die, die schon einmal bei einer Vorwahl mitgewählt haben, schreiben sich hier ein. Und die, die noch bei keiner mit abgestimmt haben, an dem anderen Tisch. Und dann machen sie ihr Kreuz für ihren Kandidaten. Und du? Ich werde Obama unterstützen und stelle mich in dieser Ecke auf. Obamas Ecke ist voll. Sie mussten noch mehr Tische hinstellen, weil nicht genug Platz ist. Läuft gut. Wir haben 112 für Obama und 25 für Hillary. A young man in his mid-40s has now won the Iowa caucuses and he's about to speak to his supporters. They said this day would never come. They said this country was too divided, too disillusioned to ever come together around a common purpose. But on this January night, you have done what the cynics said we couldn't do. Jeder Politiker, der sich in die Rolle des Propheten begibt, trägt eine zusätzliche Last. Die Herausforderung, vor der Barack Obama steht, ist in mancher Hinsicht größer als die von Martin Luther King. Er war eine herausragende Persönlichkeit, die imstande war, die gesamte Bürgerrechtsbewegung zu mobilisieren und zusammenzuhalten.
Barack Obama muss darüber hinaus die Forderungen in die Praxis umsetzen. Selbst spät in der Nacht in unserer leeren Hotellobby spürt man noch den Hauch der Geschichte. Wird Barack Obama die Rolle des Propheten über die lange und aufreibende Strecke der Vorwahlen durchhalten können? Er schafft das. Er wird der nächste Präsident der Vereinigten Staaten. Glaubst du das aus religiösen Gründen oder weißt du das? Beides. Ich besitze ein gutes Urteilsvermögen. Darauf hat er gewartet. Es war sehr nett. Mir hat's auch gefallen. Grüße an deine Frau. Ich melde mich. Love you, Pepe, love you. We are choosing hope over fear. Nächste Station im Vorwahlkampf ist New Hampshire. Bei den Demokraten spitzt sich der Kampf um die Rolle des Präsidentschaftskandidaten zu. Wer wird das Rennen machen? Der Visionär oder die erfahrene Realpolitikerin? Bei den Republikanern ist vor allem die Frage spannend, wer die Stimmen der konservativen Christen gewinnen wird. Von meinem improvisierten Büro in unserem Bus verfolge ich die vielen religiösen Debatten im Internet. Das Thema Politik und Religion rückt weiter in den Mittelpunkt. Gestern hat Mike Huckabee, ein Baptistenpfarrer, die Vorwahlen der Republikaner in Iowa gewonnen. Doch viele, die wir auf unserem Weg treffen, scheint das wenig zu interessieren. Darf ich Sie was fragen? Politik und Religion interessieren mich nicht. Ich verbinde mit diesen Kandidaten nichts Religiöses, eher das, wofür sie stehen. Spielt der Glaube bei Ihrer Wahlentscheidung eine Rolle? Für mich spielt das keine Rolle. Und bei euch? Für mich auch nicht. Darüber mache ich mir gar keine Gedanken. Liege ich vielleicht falsch mit meiner Annahme, dass die Politik sich immer mehr mit Religion vermischt? Oberflächlich betrachtet sieht es tatsächlich so aus. Senator McCain, der wahrscheinlich weltlichste unter den republikanischen Kandidaten, führt in New Hampshire die Prognosen an. Doch wie kann er die Stimmen der konservativen Christen gewinnen? In den Zeitungen ist wenig darüber zu lesen, aber seinem Wahlkampfteam vor Ort dürfte es einige Schwierigkeiten bereiten. Hier machen die Leute Transparente. Maureen Mooney will katholische Wähler für McCain gewinnen. McCain ist mein Held, das ist gut. Das ist die Wahlzentrale. Hier werden alle Entscheidungen getroffen. Hier sitzen die Leute, die die politischen Aussagen und die Einzelheiten der Wahlkampagne festlegen. Mich hat Politik schon als kleines Mädchen interessiert. Zu meinem 5. Geburtstag wollte ich ein Bild von Ronald Reagan auf meiner Torte. Die anderen wollten Ponys oder Regenbogen, aber ich wollte Ronald Reagan. Eine Nachricht für Joy. Ich heiße Maureen und arbeite für den Präsidentschaftskandidaten John McCain. Zwei Sachen sind mir bei einem Kandidaten am wichtigsten. Ist er konservativ genug und verbindet er meine religiösen Grundsätze als Katholikin und Republikanerin mit Wählbarkeit? Ich habe Maureen 2004 kennengelernt.
Sie als katholische Aktivistin und ich als Evangelikale wollten die Kirchen dazu bringen, sich bei den Wahlen einzumischen. Wir bekamen großartiges Feedback von den Katholiken, die dankbar dafür waren, dass wir ihnen die gegensätzlichen Profile der Kandidaten lieferten. Die Evangelikalen machten dasselbe. Ich fühlte, wie der Heilige Geist zu mir sagte: Du trägst meine Botschaft nicht in die Welt. Eine davon ist der Schutz des Lebens. In unserem Land werden durchschnittlich 5.000 Babys in der Woche abgetrieben. Das ist ein 11. September pro Woche. Sie wollten wissen, welchen Glauben John McCain hat und in welche Kirche er geht? Er betet in der Baptistenkirche in Arizona. Konfirmiert wurde er in einer Episkopalkirche. Und er ist sehr aktiv in seiner Gemeinde in Arizona. In unseren Kirchen erfahren wir nicht, welche Ansichten die Kandidaten zu Themen wie Abtreibung, Ehe und Klonen vertreten und zu weiteren Themen, die unsere ethischen Werte berühren. Es ist wichtig, dass ein Kandidat von Helfern unterstützt wird, die seine Botschaft unter die Menschen bringen. Denn die Kirchen, zumindest die katholischen, tun das nicht. Als ich 1974 hierher kam, war Religion noch kein großes Thema. In diesem Wahlkampf aber schon. Warum? Sie sind genau zur Zeit des Umbruchs gekommen. Die Watergate-Affäre und der Rücktritt von Präsident Nixon. Interessant. Ich habe das in meinem neuen Buch geschrieben. John F. Kennedy hielt diese berühmte Rede in Houston am 12. September 1960. Er sagte den Wählern: Blenden Sie meine religiösen Ansichten aus, wenn Sie in die Wahlkabine gehen. I believe in an America where the separation of church and state is absolute, where no Catholic prelate would tell the president, should he be Catholic, how to act, and no Protestant minister would tell his parishioners for whom to vote, where no church or church school is granted any public funds or political preference, and where no man is denied public office merely because his religion differs from the president who might appoint him. I am not the Catholic candidate for president. I am the Democratic Party's candidate for president, who happens also to be a Catholic. It was a wonderful speech, a very effective. Eine wunderbare und sehr wirkungsvolle Rede. Ich wage zu behaupten, dass dieses Kennedy-Paradigma, dass der Wähler den Präsidenten nicht nach seinem Glauben beurteilen soll, in den Wahlen 1960, 1964, 1968 und 1972 vorgeherrscht hat. Erst 1974 änderte sich das durch Richard Nixons Bestechlichkeit. I have never obstructed justice. People have got to know whether or not their president is a crook. Well, I'm not a crook. Richard Nixons System der Korruption, das Synonym wurde für seine Amtszeit, hat zerstört, was ich das Kennedy-Paradigma nenne. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour in this office. Und schon 2 Jahre später, Sie erinnern sich sicher noch daran, tauchte dieser obskure Gouverneur aus Georgia auf. Er kam aus dem politischen Nichts und war ein Außenseiter in Washington. Er war der Erste, der mit dieser moralischen Art auftrat. Und für ihn war die Sprache der Moral die Sprache des Glaubens. Präsident Carter erwähnte, dass er ein wiedergeborener Christ sei. Damit brachte er ein neues Konzept in Amerikas politische Welt. Ein Christ, der Christus als Erlöser angenommen hat, verwandelt dadurch seine Persönlichkeit. The poor,
the aged, the weak, the afflicted must be treated with respect and compassion and with love. Now, I've spoken a lot of times this year about love, but love must be aggressively translated into simple justice. In meiner Kindheit in Plains gab es eine große Zusammengehörigkeit in unserer Gemeinde. Die Kirche war das Zentrum aller Aktivitäten. Und Religion war ein zentraler Bestandteil unserer Gemeinde. Diese kulturellen Einflüsse haben Jimmy Carter geprägt, die Kirche und die Schule. Hier hält Jimmy Carter die Flagge der USA. Das sind einige seiner Klassenkameraden. Wir sind hier bei den Carters zu Hause. Man nennt es jetzt die Boyhood Farm. Und das ist die First Lady Rosalind Carter und Jimmys Schwester Ruth. Er kam zur richtigen Zeit. Man orientierte sich wieder am Ländlichen. Und er repräsentierte genau das, wonach die Leute hungrig waren. Maybe they liked having a peanut farmer from a small. Vielleicht gefiel ihnen genau das, ein Erdnussbauer aus einer Kleinstadt. Sie hatten erlebt, dass eine andere Art von Politiker nicht gut war und hofften vielleicht, dass so jemand es besser machen würde. The disgrace of Watergate and the embarrassment of the CIA revelations could have been avoided. Er sagte, ich möchte eine Regierung, die so gut ist wie das amerikanische Volk. Ich werde euch nie belügen. Und nach so vielen Jahren von Nixons Lügen brauchten die Amerikaner so etwas. Durch Carters Wahlkampagne 1976 kam das Thema Glaube wieder in die Politik und ist seitdem präsent. Live from New Hampshire tonight, where it is the day of voting in the first American primary. Last week in Iowa, the caucus here, the primary set. And for the Republicans, they still don't seem to know quite who to choose. Very close indeed. John McCain, Mitt Romney splitting the vote with less than 2% to. Welche Ironie, dass es ein Demokrat war, der Religion in die amerikanische Politik zurückbrachte. Heute, 30 Jahre später, ist Religion die Domäne der Republikaner. Schlaft ihr genug? Schlafen oder essen? Und viel Kaffee, stimmt's? Meine Mutter hat auch schon gefragt, ob ich gut esse. Ich habe auch schon um 6 Uhr morgens bei einer Abstimmung gestanden, mit einem Kaffee in der Hand. Es ist kalt an so einem Herbsttag. Ihr macht das wirklich toll. Ich möchte vor allem, dass die Leute wählen gehen. Es geht um wichtige Themen. Moralische Werte sind in unserem Land ins Wanken geraten. Ich war erschüttert, Bilder von abgetriebenen Babys zu sehen. Und von Enthüllungen, dass ihre Körperteile auf dem Schwarzmarkt verkauft werden. Auf dem Pornografie-Schwarzmarkt. Durch so etwas geht unsere Nation zugrunde. Die Zeiten haben sich stark verändert seit 1976. War Abtreibung damals ein Thema? Themen wie Abtreibung und Homosexualität? Nein, darüber haben die Kandidaten damals nicht gesprochen. Im privaten Rahmen vielleicht. Aber das waren keine Themen, die die Nation gespalten haben oder im Wahlkampf eine Rolle spielten. Abtreibung war 1976, als Carter kandidierte, kein Thema. Für die Katholiken vielleicht. Doch die religiöse Rechte wurde erst Ende der 70er Jahre zu einer politischen Kraft.
Das, was ich den Abtreibungsmythos nenne, ist eine Fiktion, die die Führer der religiösen Rechten verbreiten. Sie behaupten, dass alles 1973 mit der Änderung des Abtreibungsgesetzes begann. Schon vor diesem Fall hatte die Southern Baptist Convention, eine Bastion der Konservativen, eine Resolution zur Frage der Abtreibung eingebracht. Diese wiederholten sie 1974 und 1976. Haben die Evangelikalen tatsächlich erst später ihre Meinung zur Abtreibung geändert? Um das herauszufinden, traf ich mich mit Paul Weyrich. Ihm war es gelungen, die sonst eher zurückhaltenden evangelikalen Christen mit diesem Thema zu mobilisieren. Die Evangelikalen und die Fundamentalisten hatten zu der Zeit eine ghettohafte Einstellung, nach dem Motto: Wir unterrichten unsere Kinder auf unsere Weise, dann werden sie mit so etwas gar nicht in Berührung kommen. Der Grund, warum sie ihre Haltung änderten, waren verschiedene Gerichtsurteile aus dem Jahr 1971. Damit wurden von Rechts wegen die privaten christlichen Schulen zur Aufhebung der Rassentrennung gezwungen. Plötzlich hatten die Evangelikalen das Gefühl, der Staat mische sich in ihre internen Angelegenheiten ein. Das machte sie wütend. Ich konnte sie dann davon überzeugen, dass wir uns gegen die Einflussnahme der Regierung wehren müssen. Sie begriffen endlich, dass sie sich nicht weiter isolieren und einfach so weitermachen konnten wie bisher. Erst dadurch wurde Abtreibung zu einem Thema der Evangelikalen und der Fundamentalisten. Viele glauben, dass es Themen wie Abtreibung, Schulgebet und das Gleichstellungsgesetz waren, die sie politisch aktiv werden ließen. Das war aber nicht so. Wir konnten sie nur deshalb mobilisieren, weil sie selbst betroffen waren. Ich mache mir Sorgen um die Moral in dieser Gesellschaft, um sozial-konservative Fragen und was wir unseren Kindern mitgeben. Ich mache mir Sorgen, was sie sehen, hören und was sie denken. Das Thema Abtreibung ist also eine politische Waffe. Oder ist das jetzt zu übertrieben formuliert? Nein, das stimmt schon. Abtreibung ist eine politische Waffe. Man muss aber zugeben, dass viele Evangelikale wegen dem Abtreibungsthema wirklich beunruhigt waren. Aber nichtsdestotrotz wurde es zuerst als politische Waffe eingesetzt. Religion kann sehr stark motivieren. Vor allem, wenn Menschen glauben, ihre Religion werde angegriffen und ihr Glaube in Frage gestellt. Wenn die Gesellschaft sie daran hindern will, ihrem Gott so zu dienen, wie sie es wollen. Es gibt in unserem Land nichts, was Menschen mehr mobilisieren könnte. Applaus
1999, ein Jahr bevor sich John McCain das erste Mal ums Weiße Haus bewarb, sagte er der San Francisco Chronicle, dass er keine Notwendigkeit sehe, das Abtreibungsgesetz zu ändern. Das wiederholte er auch auf CNN. We all know, and it's obvious, that if we repealed Roe v. Wade tomorrow, thousands of young American women would be performing illegal and dangerous operations. 2008, zum Anlass der Vorwahlen in South Carolina, sagte Senator McCain etwas anderes. How do you feel about overturning Roe v. Wade? I do not support Roe v. Wade. It should be overturned. Here's the dilemma we come into. Unser Dilemma ist, wenn die Republikanische Partei jemanden nominiert, der nicht mit der Plattform der Republikanischen Partei, mit der Pro-Life-Plattform konform ist, haben wir große Probleme, ihn zu vertreten. Und das aus folgendem Grund. Wir müssen diesen Kandidaten unserer Basis, die sehr hinter den Pro-Life-Ansichten steht, aber auch gleichzeitig ungebundenen Wählern schmackhaft machen. Das geht dann nicht. And independent voters, and it can't be done. Going into a general election, bei Präsidentschaftswahlen muss man die Basis hinter sich haben. Und 9/10 der Basis stammen aus dem konservativen Pro-Life-Spektrum. Vorwahltag 8. Januar 2008, New Hampshire. Die ganze Nation und die Welt ist gespannt, wen New Hampshire für die Präsidentschaftswahlen aufstellen wird. Wenn man früh zu den Wahllokalen geht, bekommt man den besten Platz für seinen Stand. Wie man sieht, haben die McCain-Leute hier den besten Platz besetzt. Hier haben wir Augenkontakt mit den Wählern, wenn sie reinkommen. John McCain ist ein außergewöhnlicher Kandidat. Er ist leidenschaftlich. Das macht einen guten Eindruck auf die Menschen in New Hampshire und im ganzen Land. Sie sehen seine Beständigkeit. Und die Leute mögen einen konservativen Kandidaten, der sie nicht im Stich lässt, der vertrauenswürdig ist und der sie als Präsident nicht unangenehm überrascht. Können wir mit rein? Nein. Dana Bash, you've been covering his campaign. There was no surrender. He used that word. He absolutely refused to surrender. It's important to keep reminding our viewers just a few months ago, he was basically left as a goner in the Republican race for several reasons. Eine Stunde nach Schließung der Wahllokale versammeln sich Anhänger von John McCain, um den Sieg zu feiern. Wir sind sehr glücklich heute, denn der kompetenteste Kandidat fürs Präsidentenamt hat hier im Staat New Hampshire gewonnen. Das ist der erste Sieg in den Vorwahlen und wir sind sehr glücklich. Arizona Senator John McCain resurrected his presidential hopes. Von der Presse relativ unbemerkt geblieben ist McCains Beziehung zu einem umstrittenen Prediger. Der Senator baute auf seine Unterstützung, um die evangelikalen Wähler zu gewinnen. Pam Colantuono behauptet, dass sie wesentlich mitgeholfen hat, diese Verbindung herzustellen. Ich war maßgeblich daran beteiligt, die Geistlichen zusammenzubringen. 96 Pastoren kamen, um Pastor John Hagee wegen der Unterstützung für Israel zu hören. Und über diesen Weg hat Pastor Hagee sich persönlich für Senator McCain eingesetzt. Meine Damen und Herren, ich habe die große Ehre, Ihnen den nächsten Präsidenten der USA vorzustellen. Ich fühle mich durch Pastor Hagees Unterstützung sehr geehrt. Er ist ein überzeugter Führer unserer christlich-evangelikalen Bewegung und setzt sich für viele verschiedene Dinge ein, aber ganz besonders für die Freiheit und Unabhängigkeit des Staates Israel. Die Unterstützung der Evangelikalen für Israel ist nicht nur politisch begründet. Die Rolle, die Israel in der Bibel und besonders in den Prophezeiungen des Neuen Testaments spielt, ist ein zentraler Aspekt ihres Glaubens. Vor 2 Jahren hatte Pastor Hagee Christians United for Israel gegründet. Es ist die größte pro-israelische Organisation der Evangelikalen.
Wie groß ihr Einfluss ist, zeigt sich daran, dass ranghohe Politiker bei der letztjährigen Konferenz in Washington anwesend waren. Unter ihnen war auch Senator John McCain. Noch nie hat der Staat Israel ihre Unterstützung und ihre Gebete so gebraucht wie heute. Gott segne Sie für Ihr Engagement, denn wenn wir in Israel verlieren, wo können wir dann noch gewinnen? Wir haben uns hier zusammengefunden, damit Christen und Juden gemeinsam ihre Solidarität für den Staat Israel und die Juden in der ganzen Welt zum Ausdruck bringen. Entweder man ist ein Freund Israels und folgt dem Herrn, oder man ist ein Feind Israels und beleidigt Gott. Beides geht nicht. Israel, du bist nicht allein. Israel, you are not alone. John Hagees Botschaft wird von über 200 Fernseh- und Radiostationen im ganzen Land übertragen. Ein Beweis für die Reichweite seiner Ansichten unter den Evangelikalen. Millionen von evangelikalen Christen glauben, dass die Bibel das Wort Gottes ist. Das verpflichtet sie zu einer bedingungslosen Unterstützung Israels. Nachdem ich Iowa verlassen hatte, fuhr ich weiter nach Valparaiso im Bundesstaat Indiana. Dort lernte ich Cliff und Donna Rice kennen. Gott hat die hebräische Nation auserwählt. Er hat diese Menschen benutzt, um zu zeigen, was fromme Menschen und eine gottesfürchtige Nation erreichen können. Er hat sie gesegnet und wird sie wachsen lassen. Gott hat auch die USA wachsen lassen, weil hier der Glaube so stark ist wie in Israel. Einige hundert Kilometer entfernt, im Umfeld der konservativen Wähler in Parma, Ohio, wurde mir die Weltpolitik mit einer ähnlichen religiösen Theorie erklärt. Es gibt nur zwei Nationen, die auf religiösen Prinzipien aufgebaut sind: Israel und die USA. In der Bibel steht, wer Israel segnet, wird selbst gesegnet sein. Wer Israel verflucht, wird selbst verflucht sein. Wenn ich also glaube und mein Land liebe und möchte, dass mein Land vom allmächtigen Herrn gesegnet wird, dann muss ich bedingungslos an Israels Seite stehen. Als Christen unterstützen wir Israel, weil Gott Abraham, Isaak und Jakob das heilige Land bis in alle Ewigkeit vermacht hat. Israel ist das Land der Nachkommen von Abraham, Isaak und Jakob seit Beginn der Schöpfung. Und es hat noch nie den Palästinensern gehört. Mag sein, dass Gott Abraham, Isaak und Jakob dieses Land gegeben hat. Doch es war ihr Nachfolger Joshua, der es besetzt und seine Einwohner unterjocht hat. Scherzhaft nannten wir israelischen Soldaten uns Joshuas Armee. Das war ein erster Vorgeschmack auf die Art, wie göttliche Prophezeiungen dazu benutzt werden können, politische Realitäten zu rechtfertigen. Den größten Teil meiner Militärzeit habe ich hier verbracht, nicht weit entfernt von der Stelle, an der Joshua den Fluss auf seinem Weg ins Heilige Land überquert haben soll. Über 2000 Jahre später waren es palästinensische Guerillakrieger, die versuchten, hier zurück nach Hause zu kommen. Mein Job in Joshuas Armee war es, sie zu jagen und zu töten.
Für mich als 18-jährigen Rekruten bedeutete die direkte Übersetzung der Bibel in die Wirklichkeit Blutbad. Als ich das Land 1974 verließ, gab es im Westjordanland nur einige hundert Siedler. Heute sind es über 250.000. Die Siedlungsbewegung legitimiert sich durch die wörtliche Auslegung der Bibel. Aus dem Glauben, dass Gott ihnen dieses Land versprochen hat, leiten sie ihren Besitzanspruch ab. Das israelische Volk kommt nach Hause. Diese biblische Vision wird Wirklichkeit. Man kann die Bibel gar nicht anders verstehen als so. Die einzigartige Wiedervereinigung der Vertriebenen ist das größte Wunder der Geschichte. Millionen evangelikaler Christen glauben, dass die Wiedervereinigung der Juden die Rückkehr von Jesus Christus ankündigt. Doch sie glauben auch, dass er erst nach einer furchtbaren Schlacht zurückkehrt. Eine Schlacht, die in der Nähe der Ruinen der antiken Festung von Megiddo stattfinden wird. Um hier durchzubrechen, müsste jeder Angreifer einen hohen Blutzoll zahlen. Die Aussicht von der Höhe des Hügels ist das Ziel der Besucher. Von hier aus können sie das Tal von Israel sehen, Armageddon, wo der Prophezeiung nach die letzte Schlacht zwischen Gut und Böse ausgetragen wird. Dieser letzte Kampf endet dadurch, dass Gott über alle Menschen und Nationen richten wird. In der Offenbarung steht geschrieben, und er hat sie versammelt an einem Ort, der da auf Hebräisch heißt, Armageddon. Hier wird der Sammelpunkt sein für die Armeen der Welt, die Armeen der zukünftigen Könige aus dem Osten, dem Norden und dem Westen. Die Schlacht von Armageddon, der finale Kampf zwischen Gut und Böse. Das Ende der Zeit rückt näher. Wir leben nicht in den letzten Tagen. Wir leben nicht in den letzten Stunden. Wir leben in den letzten Minuten. Ihr sagt, das kann nicht sein. Wacht auf, es passiert. Es gibt Menschen, die genau das in diesem Moment planen. Millionen von Menschen sterben in diesem Kampf. Die Überlebenden werden durch die Ankunft von Jesus Christus gerettet. Über 55 Millionen amerikanische Christen glauben an Endzeitprophezeiungen, wenn auch nicht alle an diese apokalyptische Vision. Ich würde gerne glauben, dass wir alle als alte Menschen im Bett sterben. Aber möglicherweise wird es nicht so sein. Ich glaube an die Endzeit-Offenbarung, denn ich muss jedes Wort der Bibel glauben oder ich muss sie wegschmeißen. But tonight we sure showed them what a comeback looks like. Senator McCain ist es gelungen, die Stimmen der evangelikalen Wähler und damit die Vorwahlen in New Hampshire zu gewinnen. Doch ihm war sicherlich bewusst, dass er für die Unterstützung durch Pastor Hagee einen politischen Preis zahlen muss. A group that has been hesitant to support recent Democratic presidential candidates. Wir fahren jetzt in den Süden, wo die nächsten Vorwahlen stattfinden. Im Radio laufen Oldies. Sie erinnern mich an meine naive Vorstellung von den Vereinigten Staaten, die ich als junger Mann hatte. Die Vorstellung von einem säkularen Land, in dem es mir möglich sein würde, die Erinnerungen meiner Jugend auszulöschen. Thank you.
Es war Randall Balmer, der mich in die Wirklichkeit zurückbrachte. Wie lässt sich erklären, dass Glaube so wichtig und das evangelikale Christentum eine so starke Bewegung werden konnte? Es gab zwei einschneidende Ereignisse in der Religionsgeschichte Amerikas. Das erste war das First Great Awakening, die erste Erweckungsbewegung in den 30er und 40er Jahren des 18. Jahrhunderts. Viele Prediger und Evangelikale kamen damals über den Atlantik. Doch die zweite Erweckungsbewegung ist noch wichtiger. Historiker nennen es das Second Great Awakening. Es ereignete sich circa zwischen 1790 und 1840. Es begann an der Atlantikküste, zog sich bis ins nördliche Neuengland, nach New York und dann im Besonderen ins Cumberland Valley von Kentucky bis in manche Camp-Meetings der Siedler. Ein kalter Sonntagmorgen im Januar. Auf dem Weg in den Süden stoppen wir am Red River in Kentucky. Hier wird jährlich dem Great Awakening gedacht und in historischen Szenen nachgestellt. Besonders in den Grenzgebieten konvertierten damals tausende Siedler zum evangelikalen Christentum. Was ist eure Motivation? Wir befinden uns hier an einem historischen Ort, der nach unserer Meinung für ein paar Jahre der Mittelpunkt der Welt war. Gott hat ihn auserwählt, um in diesem Land ein Wunder zu vollbringen. Ich kann Ihnen Statistiken zeigen, dass zwischen 1800 und 1880 10 Millionen Menschen der protestantisch-evangelikalen Kirche beigetreten sind, mehr als im 18. Jahrhundert weltweit. Hier ist der Ursprung der evangelikalen Bewegung mit ihrer Betonung auf individueller Bekehrung, Regeneration des Glaubens und ekstatischer Frömmigkeit. Lasst uns beten. Von uns zu dir bete ich im Namen Christus. Würdet ihr bitte aufstehen? And let's sing Awake My Soul and With the Sun. Lord, I my vows to thee renew. Disperse my sins as morning dew. War die Bewegung auch politisch? Als im Sommer 1800 die Erweckungsbewegung begann, lief auch gerade die Wahl zwischen Thomas Jefferson und John Adams. Wahlkampf ging auch schon damals unter die Gürtellinie. Es gab Predigten, die Jefferson als Atheisten denunzierten, der die Wahrheit der Heiligen Schrift verneine und ihm vorwarfen, er würde die Abstammung von Adam und Eva leugnen. Könntet ihr, meine lieben Mitbürger, angesichts all dieser Beweise für Mr. Jefferson stimmen? Nein. Bevor meine Hand dazu beiträgt, ihn an die Spitze unserer Nation zu bringen, sollen meine Arme von meinen Schulterblättern abfallen und ihre Knochen gebrochen werden. Reverend William Lynn. Jefferson gewann knapp, ein kontroverser Wahlkampf, in dem Religion eine Rolle gespielt hat. We pray every day. Wir beten nicht nur dafür, erweckt zu werden, sondern vor allem dafür, dass Gott uns für seine Zwecke einsetzt. Erweckung ist eine individuelle Sache. Ich werde dadurch bereit, Gottes Werkzeug zu sein. Politiker verändern die Welt nicht. Eine Erweckung aber kann unsere Welt, unsere Kultur ändern. Das ist in unserer Geschichte schon mehrmals geschehen. Es kommt nicht durch Politik. Politiker spiegeln nur die aktuelle Kultur wider. Jesus hat die Welt nicht dadurch verändert, dass er im Römischen Reich politische Macht angestrebt hat. Auch Paulus oder Petrus ließen sich nicht in politische Ämter wählen. Nicht so haben sie die Welt verändert.
Man kann behaupten, dass der Evangelikalismus die sozialen und politischen Themen des 19. Jahrhunderts bestimmt hat. Den Kampf gegen die Sklaverei, den Kampf für die Frauenrechte und das Frauenwahlrecht, die Gefängnisreform und die allgemeine Schulbewegung, aus der dann die öffentlichen Schulen entstanden sind. All das entwickelte sich aus dem Second Great Awakening, angetrieben von dem Wunsch, Gottes Reich in Amerika zu errichten. Ein Lied lockt mich in den Süden Floridas, oder besser gesagt der Bassgitarrist, der es spielt. Dieser Mann, so sagte man mir, ist eines der neuen Gesichter der evangelikalen Bewegung. Mike Huckabee ist baptistischer Pastor und will Präsidentschaftskandidat der Republikaner werden. Er genießt den Ruf, ein republikanischer Obama zu sein. Mit seiner Botschaft von Hoffnung und Einigkeit knüpft er an die progressive evangelikale Vergangenheit des 19. Jahrhunderts an. Ich wurde als Quäker erzogen, bin aber jüdischer Herkunft. Mein demografischer Hintergrund ist ein ganz anderer, als die Medien Mike Huckabees Anhängern zuschreiben. Es schadet unserem Land, wenn er als Mensch und als Kandidat so einseitig dargestellt wird. In den 60er Jahren habe ich in Berkeley studiert. Dort war ich Mitglied in einer Quäkergruppe, die zur Antikriegsbewegung gehörte. Vieles, was ich tat, war meiner Familie und meinen Freunden suspekt. Meine Familie hat zum Beispiel immer die Demokraten gewählt, doch ich habe für Gerald Ford als Präsidenten gestimmt. Ich fand, dass er im Gegensatz zu den anderen Kandidaten das Land heilen wollte. Das stand für mich an erster Stelle und so empfinde ich auch Mike Huckabee. All right, I'm going to do a phone. Wonderful. And help out. Okay. So where do I sign? You sign right here. Aber kann sein religiöser Ansatz die tief gespaltenen Wählermassen erreichen? Mein Name ist Anita Staver und ich arbeite ehrenamtlich für Mike Huckabee. Als einziger Kandidat setzt er sich unablässig für konservative Werte ein. Thank you for coming out. Einige meiner Kontrahenten sind nicht bereit, die Verfassung zu ändern. Ich dagegen denke, dass es wesentlich einfacher ist, die Verfassung zu ändern, als das Wort Gottes. Wir wollen die Verfassung so ändern, dass sie Gottes Vorgaben entspricht und den zeitgemäßen Ansichten unseres Zusammenlebens und der Familie. Wenn ein Kandidat nicht versteht, dass die Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen wird, dann weiß er auch nicht, was gut für Amerikas Familien ist. Wir haben ein kulturelles Problem, wenn es Kandidaten gibt, die es in Ordnung finden, wenn Sam und Larry heiraten können. Das betrifft unsere ganze Kultur. I don't have to wake up every day wondering, what do I need to believe? Let us never sacrifice our principles for anybody's politics. Not now, not ever. Er hat erklärt, dass er ein Christ ist und dass er das nie verstecken wird. Ich habe keine Angst, meinen Glauben an einem öffentlichen Ort zu vertreten und anderen zu sagen, lies deinen Koran in der Schule in der Pause, so wie die anderen Studenten auch, und finde heraus, welches der wahre Gott ist. Auch wenn Huckabee etwas anderes behauptet hat, der größte Teil seiner Anhänger kommt aus evangelikalen Gruppen wie der, die Anita Staver aufgebaut hat. Gott, wir schämen uns für unser Verhalten. Vergib uns unsere Sünden und gib uns die Gelegenheit, sie zu korrigieren. Gib uns Führer. Give us leaders
Bevor die Wahlkämpfer auf die Straßen gehen, um für ihre Kandidaten zu werben, kommen sie zu einem gemeinsamen Gebet zusammen. Unsere Herzen sind schwer wegen dem, was in unserem geliebten Land passiert. Unter Gott war es ein geeintes und christliches Land. Um ein Amt konnte man sich nur als Christ bewerben. Amerika muss wieder geheilt werden. Wir stehen am Abgrund einer Katastrophe, einer moralischen Kernschmelze. Wir sollten eigentlich alle Christen sein. Aber wir haben einen Moslem als Kandidaten und einen Mormon. Und das scheint keinen zu stören. Okay. Und wir als Christen sagen den Leuten nicht einmal, dass Gott das nicht so will. Ist Huckabees Botschaft der Zusammengehörigkeit eine Vision, die andere ausschließt? Reverend Joel Hunter ist Pastor der Northland-Kirche in Orlando, Florida. Seine Gemeinde hat 12.000 Mitglieder. Er unterstützt Mike Huckabee. Man zählt ihn zu einer Generation von neuen Führern, deren Botschaft ihre Wurzeln in den Bewegungen des 19. Jahrhunderts hat. Ich wüsste keine Zeit, in der ich lieber Christ wäre als heute. Wir stehen kurz davor, das Evangelium endlich in die ganze Welt zu tragen. Wie in jedem Reifeprozess ist man irgendwann weniger gegen und mehr für etwas. Genau das passiert gerade. Evangelikale Christen schließen sich zusammen, die größere Ziele erreichen wollen und die konstruktiver, weniger scharf in ihrem Ton sind, die das Gute für alle wollen und nicht nur für die eigene religiöse Gruppe, zu der man gerade gehört. Wo hört man die progressiven evangelikalen Botschaften des 19. Jahrhunderts? In der religiösen Rechten findet man nichts mehr von der Anteilnahme und dem Einfühlungsvermögen, die der Evangelikalismus im 19. Jahrhundert besaß. Die Evangelikalen damals sorgten sich sehr um die Menschen am Rand der Gesellschaft. Doch das kann ich in den Taten und Programmen der religiösen Rechten von heute nicht finden. Die Evangelikalen, zu denen ich mich auch zähle, sollten meiner Meinung nach ihr soziales Bewusstsein wiederbeleben. Etwas, das sie im 19. Jahrhundert ausgezeichnet hat. Hillary Clinton's campaign added the caucus victory in Nevada to earlier wins in New Hampshire and Michigan. Hinter uns liegen Florida und eine gespaltene evangelikale Bewegung. Vor uns South Carolina und eine gespaltene demokratische Partei. Kann Barack Obama Hillary Clinton besiegen? Oder schadet es seinem Image, dass er religiöse Werte in das Programm seiner Partei gebracht hat? We are at a defining moment in our history. Our nation is at war and our economy is increasingly in shambles. I offer a lifetime of experience and proven results. What's lacking right now is not good ideas. The problem we have is that Washington has become a place where good ideas go to die. In 2 Tagen finden die Vorwahlen statt. Carvin Jones, einer von tausenden Freiwilligen in Obamas Wahlkampfteam, arbeitet Tag und Nacht. Er soll aus Obamas Botschaft von Einigkeit und Hoffnung zählbare Wählerstimmen machen. Dafür besucht er Friseur- und Schönheitssalons. Diese Salons sind Treffpunkte der Afroamerikaner. Hier geht es nicht nur um einen neuen Haarschnitt. Man diskutiert und holt sich einen Rat. Unsere Infiltrationstaktik. Wir sprechen mit den Leuten dort, damit die dann mit den Kunden reden. So entsteht eine Kettenreaktion und man kriegt die Leute dazu, den jeweiligen Kandidaten zu unterstützen. Ich ernenne dich hiermit offiziell zu einer Obama-Unterstützerin. Was willst du machen? I'm gonna do whatever I can to help him.
Ich werde alles tun, um ihm zu helfen. Ich bin Besitzerin eines Schönheitssalons mit 14 Stühlen und habe Kontakt zu vielen Kosmetikern und Friseuren. Jeder Friseur oder Schönheitssalon hat seinen eigenen Kandidaten. Auch bei uns gibt es verschiedene Meinungen, aber die meisten hier sind für Obama. Ihm als strenggläubigen Christen merke ich eine Stabilität an, die von seinem Glauben herkommt. Ohne seinen Glauben und ohne die Beziehungen zu der Glaubensgemeinschaft hätte er einige Angriffe nicht überstanden. Brenna Walker ist eine begeisterte Clinton-Anhängerin. Sie mag Obamas charismatische Ausstrahlung, vertraut aber mehr auf Clintons Erfahrung, um hier in Anderson die Republikaner das erste Mal seit 40 Jahren zu besiegen. Ms. Lemons. This is Brenna Walker. Hier spricht Brenna Walker aus dem Clinton-Wahlbüro. Sie haben schon für sie gestimmt? Oh, thank you. Vielen Dank. Okay, bye. Die letzten 35 Jahre hat sie sich für Familie, für Kinder, für Menschen im Allgemeinen eingesetzt. Werte, die mir als Christin wichtig sind. Come in. How are you? Wir möchten ein Obama-Schild. Wir wollen uns für Obama einsetzen. Die Clinton- und Edwards-Anhänger waren schon hier. Ich hole Ihnen einen aus dem Auto. Das wäre nett. Seine politischen Ansichten sehe ich ähnlich motiviert wie die von Martin Luther King. Er will Menschen zusammenbringen und Barrieren von Geschlecht, Rasse und Ideologie überwinden. Das ist einfach sein Charakter. Miss Gracie! Pardon, great timing. Woo! Soll ich wirklich noch einmal was zu Obamas Parole Hoffnung und Veränderung sagen? Aus diesem jungen Mann wird bestimmt noch mal was. Doch er braucht noch Zeit, um sich abzuhärten. Zeit, um wirklich geeignet zu sein. Und wie ich schon mal gesagt habe, Hillary weiß, wie das Geschäft funktioniert. Sie wird nicht meine Steuern verbraten, um das erst zu lernen. Sie ist sofort startklar. In Iowa war Obama nicht zu stoppen. Dort half ihm die Unterstützung der Kirchen, um Hillary Clinton zu besiegen. In South Carolina, wo die Geistlichen traditionell die Clintons unterstützen, haben seine Leute Friseur- und Kosmetiksalons in Wahlanmeldestellen umfunktioniert. Wie sehen die Zahlen bei dir aus? Viele Leute sind jetzt nach der Debatte von neulich eher für ihn. Sie haben die gleichen Vorbehalte wie anderswo auch. Sie hat nur über das Thema Krankenversicherung und über Wirtschaft gesprochen. Es ist schwierig, Prophet und Politiker gleichzeitig zu sein. Propheten werden umgebracht. Und die prophetische Botschaft, mit der Barack Obama angefangen hat, wird auch langsam absterben, je mehr er sich in einen Politiker verwandelt. The more that he becomes a politician. Now let's talk about Ronald Reagan. What you just repeated here today is patent. Wait, no, Obama, Hillary, Barack, I did not say anything about Ronald Reagan. You said two things. You talked about admiring Ronald Reagan, and you talked about the ideas of the Republicans. I didn't talk about Ronald Reagan. Barack Obama symbolisiert Hoffnung, etwas, das die Menschen einander wieder näher bringen könnte. Die einzige Möglichkeit, diese Bewegung zu stoppen, ist, ihn fertig zu machen. Was to bring him down. I was fighting against those ideas when you were practicing law and representing your contributor, Resco, in his slum landlord business in inner city Chicago. My hope is that ich hoffe, dass er den Propheten in sich am Leben erhalten kann.
Das ist schwierig in der Politik. Danke, Herr, für deine Anwesenheit. Gib uns Kraft, das Richtige zu tun. Wir beten für das Land in Jesus Namen. Die lokale Parteispitze der Demokraten trifft sich, um die Wahlkampfstrategie zu besprechen. Wir leben im Bible Belt. Bevor wir mit irgendetwas anfangen, beten wir. Diesmal beten wir ein Tischgebet. Sonst beten wir für unsere Treffen. Das machen wir immer so. Der Kampf zwischen Obama und Clinton ist hart. Die Diskussionen um Prophezeiung und Politik sind kein intellektuelles Geplänkel. Es geht um wichtige Wählerstimmen. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten könnten die Demokraten hier im Süden gewinnen. 1965 wurde das Wahlrechtsgesetz verabschiedet. Die Demokraten regierten und Lyndon B. Johnson war der Architekt ihrer Politik. President Johnson addresses a joint session of Congress to push a voting rights bill aimed at ending discrimination. Am Tag danach war er deprimiert. Sein Assistent fragte, warum, und er antwortete: Wir haben gerade den Republikanern den Süden überlassen. Das sagte Johnson 1965. Und er hatte recht. Die Republikaner wurden die dominierende Partei im Süden aus verschiedenen Gründen: Rassenfrage, Wirtschaft und Religion. Ronald Reagan war der Erste, der davon profitierte. Das war politisches Kalkül. Reagan ist, glaube ich, nicht mal regelmäßig in die Kirche gegangen. 40 Jahre später spüren die Demokraten, dass sie die Republikaner besiegen könnten. Doch sie sind gespalten. Wir schlagen zurück. Aber wenn Hillary oder Obama gegen die Republikaner antreten müssen, fürchte ich, dass es eine Nummer zu hart wird. Manche werden nicht für Hillary stimmen, weil sie eine Frau ist. Ein anderer nicht für Obama, weil er schwarz ist. Jemand schrieb uns: Wenn ich für Hillary stimme, bin ich ein Rassist. Stimme ich für Obama, bin ich ein Sexist. Was soll ich machen? Das ist die Frage am kommenden Samstag. Good showing here by Hillary Clinton would help her maintain the momentum she gained by winning in New Hampshire and Nevada. Whatever happens, auf einer gemeinsamen Wahlparty warten die Demokraten auf die ersten Hochrechnungen. Lasst uns zusammenstehen. Obama und Hillary unterstütze. Wo sind Edwards Leute? Nach seiner Niederlage in New Hampshire ist South Carolina entscheidend für Obamas weitere Kandidatur. Die Frage ist, wie Reverend West es formulierte: Kann der Prophet die Politikerin besiegen? Als die Wahllokale schließen, verkündet CNN bereits Obamas Sieg. Wie können die das schon wissen? Sie haben vor den Wahllokalen gefragt. Mich hat keiner gefragt, dich? Das Ergebnis bei 69% der ausgezählten Stimmen. 35,5% für Obama, 32% für Edwards und 18% für Hillary. Das gibt Obama Auftrieb. Doch wie ich ihn einschätze, wird er den Tag nicht vor dem Abend loben. Das ist nicht nur eine Wahlkampagne, sondern eine Bewegung. So wie die Bürgerrechtsbewegung. Sie wird Amerika verändern. Ist man auf der Seite der Eintracht, kann man nur gewinnen. Die Spaltung mag kurzfristige Siege verbuchen, aber sie verliert letztlich immer. That which divides
Was trennt, zerstört Leben. Was eint, will es fördern. So denkt Obama. Ob Hillary gewonnen hat oder nicht, ich werde bis zum Schluss für sie kämpfen. Es ist noch nicht aller Tage Abend. Der Vorwahlkampf ist tatsächlich noch lange nicht vorbei. Fachleute meinen, dass am 5. Februar, dem Superdienstag, alles entschieden sein wird. In 4 Monaten könnte Obama bereits als Kandidat der Demokraten feststehen. Nach mehr als einem Monat in Kirchen, umgeben von christlichen Aktivisten, habe ich mich entschlossen, den Superdienstag in der Tulsa-Moschee in Oklahoma zu verbringen. Ihr lebt im Bibelgürtel und gehört hier zu einer Minderheit. Wie ist das für euch? Ich stand einmal in der Schlange vor einer Apotheke und eine Frau kam hektisch vorbei und sagte, ich möchte Ihnen das geben. Sie gab mir einen Zettel. Ich sagte Danke und sah mir das Papier an. Da stand, dass Jesus für mich gestorben sei und dass ich sein Blut akzeptieren sollte. Das hat mich schockiert. Ich war eigentlich nur da, um ein Medikament abzuholen. Das Amerika, zu dem ich gehören will, ist das Land der großen Autos, der netten Leute. Ein Land mit Lebensqualität, mit Gerechtigkeit und Freiheit. Amerika wird immer mehr zu einer Theokratie. Und egal welche Religion, ich will keinen Gottesstaat. Wir haben einen Kandidaten gesucht, der Kirche und Staat trennen will und der einen Amerikaner nicht nach seiner Religion beurteilt. Wir haben Huckabee gehört, aber er umwirbt nur die konservativen Christen. In jeder Religion gibt es Konservative. Konservative Moslems und konservative Juden. Doch er kümmert sich nur um diese spezielle Gruppe. Und McCain will beweisen, dass er noch konservativer ist als alle anderen. Doch heutzutage meint konservativ, Christ zu sein. Der 11. September war ein Wendepunkt. Danach war die muslimische Gemeinschaft Diskriminierungen und Beschimpfungen ausgesetzt, in Geschäften und Einkaufszentren. Wenn ich am Flughafen ein Kopftuch trage, bemerke ich die Unruhe und die Angst in den Augen der Menschen, die mit mir ins Flugzeug steigen. Ich fühle mich unwohl, weil sie sich unwohl fühlen. Am 11. September 2001 erreichten die Konflikte des Nahen Ostens New York und drangen in meinen als sicher geglaubten Zufluchtsort ein. Damals wie heute empfinde ich den Anschlag als Aufforderung zu einem Religionskrieg. In 5 Wochen bin ich über 6.500 Kilometer gereist. Ich wollte erkunden, wie religiös dieses Land ist und wie unterschiedlich die religiösen Ansichten sind. Unterstützen Sie Senator Obama. Ich glaube, dass er ein Auserwählter ist, den Gott in unsere heutige Zeit geschickt hat. Es ist Krieg da draußen, ein spiritueller Krieg. Das ist nicht nur eine Wahlkampagne, sondern eine Bewegung, so wie die Bürgerrechtsbewegung. Sie wird Amerika verändern.
Politiker verändern die Welt nicht. Eine Erweckung kann unsere Welt ändern. Wenn ein Kandidat nicht versteht, dass eine Ehe zwischen Mann und Frau geschlossen wird, dann weiß er auch nicht, was gut für Amerikas Familien ist. Amerika wird immer mehr zu einer Theokratie. Und egal welche Religion, ich will keinen Gottesstaat. Wenn man die Welt aus einer historischen Perspektive betrachtet, lässt sich nicht übersehen, dass wir auf einen Höhepunkt zusteuern. Wer das nicht sieht, steckt seinen Kopf in den Sand. Die Reise begann im Schnee von Iowa mit einigen brennenden Fragen. Welche Beziehung besteht zwischen Politik und Religion? Wann wird aus Glaube Bigotterie und aus Zugehörigkeit Ausgrenzung? Doch selbst nach dieser langen Reise habe ich noch keine Antworten gefunden. Meine Furcht ist geblieben, dass der religiöse Eifer in die Hände ausländischer Militanter spielt, denen nichts lieber wäre als ein heiliger Krieg gegen Amerika. Ich träumte, dass ich wieder im Jordantal in Israel bin. Als 18-Jähriger wurde ich hierher geschickt, an diesen von religiösen Kriegen geprägten Ort. In der Stille der Wüste höre ich plötzlich den Lärm der Armeen, die diese Hügel stürmten. Den Lärm der mythischen Eroberung durch Joshua. Den Lärm der Römer, der Moslems, der Kreuzritter und wieder der Moslems. Bis schließlich die israelische Armee die Wüste 1967 erobert. Schon so viele Male wurde dieses Land im Namen Gottes aufgebaut und wieder zerstört. Als ich meine Augen öffnete, sah ich keine biblische Landschaft mehr, sondern eine Warnung der Geschichte, die durch das ausgetrocknete Flussbett fließt. Eine Warnung für etwas, das uns alle verschlingen könnte.